So, endlich wieder in etwas ruhigeren Gefilden. Haben wir zufällig was für mich? Ja. Ein paar Credits. Sehr gut. Na dann, lass mal mit dem Fahrstuhl fahren. War ja klar. Fahrstuhlfahrten sind immer die Vorboten schlechter Ereignisse in Spielen. Shepard! Nehmen Sie meine Hand! Ich komme! Alles in Ordnung. Wieso bin eigentlich immer ich derjenige, der dann auf der Plattform steht, die abstürzt? Ich dachte schon, ich hätte Sie verloren. Sie waren besorgt? Darauf können Sie wetten. Wenn Sie draufgehen, weil die Gäste meinen Heck ausschalten, ist mein Ruf zum Teufel. Sie waren ja wirklich besorgt. Los, weiter. Der Antriebskern muss ganz in der Nähe sein. Na gut, dann eben zu Fuß weiter. Auch kein Problem. Sind wir ja schon geübt dran, drin dieses Schiff hier zu Fuß zu durchqueren. Haben wir noch was in der Ecke vielleicht? Also ich hätte ja was versteckt, muss ich zugeben. Egal. Der Kern. Das ist eindeutig Reaper Tech. Aber was? Shepard Commander, helfen Sie uns! Legion! Es freut mich, dass wir Gelegenheit haben, Sie aus der Gefangenschaft zu befreien. Shepard, warten Sie! Die Geth werden von dem Reaper-Signal kontrolliert. Stimmt, von diesem Ding. Das bedeutet, dass Legion zu den Reapern gehört. Vielleicht hat er sich ihnen freiwillig angeschlossen. Oder er wurde gehackt. Ich glaube eher, dass er gehackt wurde, aber... Wir haben bisher eigentlich selten... eigentlich noch nie dadurch was Schlechtes erfahren, wenn wir unseren früheren Teammitgliedern vertraut haben. Deswegen vertrauen wir Legion auch hier. Legion hat uns früher schon gegen die Reaper geholfen. Er hätte niemals zugestimmt. Ihre Vorsicht ist verständlich. Wir beugen uns nach der Befreiung allen Beschränkungen, die Sie für erforderlich halten. Das ist äußerst vernünftig, Legion. Grüße, Edi. Ungewöhnlich, dass Sie die Freigabe zum Betreiben einer Personeneinheit erhalten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber es ist schön, Sie wiederzusehen. Ebenso, Schöpferin Zora. Und was ist das für ein Ding? Es benutzt unsere Netzwerkarchitektur, um das Befehlssignal der alten Maschinen gleichzeitig an alle Geth zu senden. Wenn Sie da raus sind, ist das Reaper-Signal also abgeschaltet. Halt! Sie können die Halterung nicht entfernen. Wir werden durch Hardware-Blocks in der Nähe gesichert, die unsere Operationsprotokolle kontrollieren. Das Konzept kenne ich. Die KI-Fesseln, mit denen Cerberus sie kontrolliert hat? Ja. Bei organischen Wesen ist das verständlich. Aber dass Geth so etwas bei einer vormals unabhängigen Einheit installieren, ist unnötig. Die Hardware-Blocks sind auf der anderen Seite des Raums. Wir können sie hinlotsen. Ist schon seltsam. Auf der anderen Seite des Raums, sagen Sie? Ja, die Deaktivierung sollte kein Problem sein. Die Geth haben einen Schutz gegen Virenangriffe eingebaut, nicht gegen physische Entfernung. Wie haben die Reaper die Kontrolle über die Geth erlangt? Gar nicht. Die Schöpfer haben angegriffen. Die Geth wollten leben, also haben die alten Maschinen ihnen ein Angebot gemacht. Warum sind wir dann zu dieser Geth-Station und haben die Heretics umgeschrieben? Für nichts? Nein. Sie haben die Heretics erfolgreich umgeschrieben. Das Bündnis mit den alten Maschinen war eine schwierige Entscheidung. Hätten die Schöpfer nicht angegriffen, wäre es unnötig gewesen. Wir holen sie in Kürze daraus. Die Geth sind nur aus Selbsterhaltungstrieb Verbündete der Reaper geworden. Nichts entschuldigt ein Bündnis mit den Reapern. Sie hätten eine andere Lösung finden müssen. Die Geth werden von sämtlichen organischen Spezies abgelehnt. Außer dem Tod gab es keine andere Lösung für sie. Verdammt, ich habe sie angefleht zu verhandeln, statt anzugreifen. Wirklich! Tja, und hier muss man bedenken, dass die Geth... Ja. Hier muss man bedenken, dass die Geth einer etwas anderen Logik folgen als organische Wesen, die also wirklich rein auf Verstand, auf Logik basiert irgendwo, auf Vernunft und nicht Emotionen beinhaltet, wie Treue oder irgendwas. Und da die Quarianer die Geth nun mal bedrohlich, den Geth bedrohlich nahegekommen sind und sie sehr stark
bedroht haben in ihrer Existenz, ist es eigentlich auch verständlich, dass sie ein Zweckbündnis mit den Reapern eingegangen sind. Naja, schauen wir es uns mal an, aber es ist schon seltsam, dass Legion, der ja eigentlich nur eine mobile Einheit ist für viele Programme, dass er hier festgemacht wurde, ne? Wie sie gesagt haben, wie Edie gesagt hat, ist es eigentlich unnötig, weil das eben nur eine mobile Plattform eigentlich ist. Tali, Zora an Flotte. Das Signal ist in Kürze offline. Ihr Admiral, Herrn Geralt, wir schulden Ihnen was. Hardware-Blocks offline. Wir sind frei. Zeichen der Zusammenarbeit haben wir den Antriebskern des Schlachtschiffs deaktiviert. Alle Waffen und Barrieren sind offline. Danke. Alarm! Geth-Verstärkung im Anmarsch. Die Geth-Flotte wurde destabilisiert. Das ist ein Kommandant. Zivilflotte, bereit machen zum Rückzug. Die Patrouillenflotte wird sie decken, sobald die schwere Flotte in Position ist. Wann immer sie bereit sind, Admiral Garrett. Die quarianische Flotte ist jetzt im Vorteil. Oh shit, der Kommandant hält ein bisschen mehr aus. Was machen Sie da? Geh drauf. So, jetzt will ich aber mal ganz kurz hier. So. Sehen Sie auf Ihre Monitore. Das Schlachtschiff ist hilflos. Keine Barrieren. Und das Hauptgeschütz ist offline. Wir können Ihr Flaggschiff ausschalten, wenn Sie. So, ich muss ihn mal kurz unterbrechen, um mir mal anzugreifen. Verdammt, das ist unsere Gelegenheit für einen sicheren Abzug der Zivilflotte. Der Kerl schreckt echt vor nichts zurück, oder? Patrouillenflotte, Position halten! Wenn Sie das tun, wird die schwere Flotte untergehen. Und wenn wir sterben, wird sie ein simpler Rückzug auch nicht vor der Reaktion der Gärten retten. Du wirst es also erpressen. Du bist so ein Mistkerl. Konzentration auf die Geth. Um die Admirals kümmern wir uns später. Er will es erpressen, weil sie ansonsten keinen Rückzug, keinen geordneten eingehen können. Das ist ja großartig. Ich komme ja nicht mehr raus, muss ich gerade so feststellen. So, jetzt aber. Okay. Tali, danke. Gut. Ah, hier ist eine Mauer, deshalb war das so komisch. So, können wir dir noch ein bisschen mehr zufügen an Schaden? Aber natürlich können wir das. So, das war's auch für ihn. Mann, hier ist was los. Herr Garrett ist echt so ein Mistkerl, oder? Wir sollten also so schnell wie möglich hier rauskommen, glaube ich. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass Legion ja ein Geth wie alle anderen ist. Aber aus irgendeinem Grund jetzt doch nicht. Ich meine, er wird ja auch angegriffen, ne? Von den anderen Geth. Alle Schiffe Feuer frei! Shepard Commander, die Schöpferflotte beschießt dieses Schiff. Ohne Barrieren wird das Schiff zerstört. Wir müssen evakuieren. Wir müssen zu den Rettungskapseln. Geth übermitteln Intelligenzen mit Signalen. Es gibt hier keine Rettungskapseln. Vorschläge? Im Backbord-Hangar liegen Geth-Jäger. Damit können wir in Sicherheit fliegen. Das klingt gut.
Das stimmt, die brauchen keine Kapseln, weil sie eben über Signale gleich die Software übermitteln können. Feuer einstellen! Ich wiederhole, Feuer einstellen! Sie antworten nicht! Verdammt! Den Kerl müssen wir so den Arsch aufreißen. Oh shit. Ja, wir sind so halb unterwegs, glaube ich. Halb, ja. Mehr aber auch nicht. Auf das Schiff gefeuert, während Sie an Bord waren? Sie hätten Ihre Flotte in aller Sicherheit abziehen sollen und stattdessen... Ich weiß, Admiral Garrel macht schon seit Jahren Ärger entlang der turianischen Grenze. Aber ich verstehe Ihre Verzweiflung. Wir haben die Erde erst vor ein paar Wochen verloren. Noch haben wir die Erde nicht verloren. Wir brauchen Hilfe, Shepard. Wir brauchen eine Flotte. Und die Quarianer haben die größte, die es da draußen gibt. Ich weiß, Admiral. Ihr unilateraler Angriff hat uns alle gefährdet. Ich sollte Sie des Verrats anklagen. Ich handelte als Admiral der schweren Flotte. Und was ist mit Shepard? Und Tali Zora? Sie sind unverletzt entkommen. Shepard, die Missionsparameter haben sich geändert. Sie gehören zum Militär. Sie verstehen das. Ich soll zustimmen? Ich glaube nicht. Nee, vergiss es. Ich verstehe nur, dass Sie Ihre Chance auf sicheren Rückzug vertan haben. Das Schlachtschiff war ein perfektes Ziel. Das ist die Art von kurzsichtigem, blutrünstigem Verhalten, die ich befürchtet hatte. Sie würden nicht zögern, für die Rückeroberung der Erde eigene Leute zu opfern. Zum Glück brauche ich Ihre Schiffe, Admiral. Ich muss jetzt zurück zur schweren Flotte. Ran, wir reden später. Busted. Wissen Sie, die Geth haben uns schwere Verluste zugefügt, bevor sie das Reaper-Signal deaktiviert haben. Die haben eine planetare Verteidigungskanone? Aten. Admiral Corus hat sein eigenes Schiff geopfert, um sie zu zerstören. Er ist auf der Heimatwelt abgestürzt. Die Normandy kann bei den Rettungsmaßnahmen helfen. Danke, Commander. Ich denke, das Schlimmste ist vorbei. Die Geth verfügen nicht länger über die Programm-Upgrades, die sie unter der Kontrolle der Reaper hatten. Shepard, Commander. Wir wollen unsere Unterstützung anbieten. Was zum Teufel ist das denn? Halt, halt! Beruhigen Sie sich. Sein Name ist Legion. Er hat mir geholfen, die Kollektoren zu vernichten. Die Reaper haben Legion als Signalverstärker benutzt, um vom Schiff aus Befehle zu senden. Wir haben ihn befreit. Wir haben es befreit. Ein faszinierender Prototyp. Mit etwas Arbeit könnte ich damit einen Schwachpunkt des Geth-Konsenses finden. Ich glaube nicht. Legion hat mir beim Kampf gegen die Kollektoren geholfen. So wie ihre Pistole soll ich mir um deren Gefühle auch sorgen. Ich glaube nicht, dass sie diesen Gedankengang fortsetzen möchten. Legion ist mein Freund und noch wichtiger, unsere beste Informationsquelle über die Geth. Der wissenschaftliche Nutzen... ist vom Tisch. Was wissen Sie über die Geth? Wie werden Sie ohne die Kontrolle der Reaper reagieren? Sie haben die Langstreckenkontrolle unterbrochen. Aber die alten Maschinen haben für kürzere Distanzen eine Basis auf Runoch errichtet. Die Geth haben immer noch die Reaper-Upgrades? Korrekt. Sie sind im Moment nicht organisiert. Aber sobald das Kurzstreckensignal sendet, ändert sich das. Kehler! Ich muss die Flotte warnen!
Zen, Sie koordinieren sich mit Garrel. Bewegung! Wir müssen die Reaper-Basis ausschalten. Wo ist sie? Unbekannt. Suchen. Verstanden. Wir kennen die Position eines Servers, von dem aus Jägerstaffeln der Geth kontrolliert werden. Die Staffeln visieren die Lebensschiffe der Schöpfer. Wenn wir sie ausschalten, minimiert das die Verluste. Wir wollen dabei helfen. Danke. Klingt nicht gut. Edie, ich brauch das deutlicher. Ich versuch's. Hier, Dekolesh! Barrieren sind weg! Unser Kommunikationssystem ist gestört! Hört uns jemand! Wir werden von Geth-Jägern angegriffen! Falls uns jemand hört, wir brauchen Hilfe! Uns ist beschädigt! Lebenserhaltung fällt aus! Tja, ich glaube, für das Schiff ist es zu spät. Han Garrel ist so ein Drecksack und dann ist auch noch die gute Antwort, dass wir Verständnis für ihn zeigen. Also mal ehrlich. Na gut, wir sollten also, glaube ich, ganz schnell nach Runoff und dort ein bisschen aushelfen. Und die Ansichten von Zen, ja, die kannten wir schon im Prinzip. Die hat ja schon im zweiten Teil immer gezeigt, dass die Geth im Prinzip nur Spielzeuge für sie sind, so ungefähr. Also kommt es einem zumindest immer vor. Okay, wir schauen uns mal ein bisschen an, was wir an neuen Kriegsaktivposten haben. Das sind ja doch einige, glaube ich. Volus-Schlachtschiff Kwunu haben wir dazu bekommen. Das hatten wir mitgefunden. Die Volus haben nur ein einziges Schlachtschiff gebaut, die Kwunu. Benannt nach dem Diplomaten, der ihren Status als Kundenspezies mit den Turianern ausgehandelt hat. Für das einzige Volus-Schiff seiner Klasse ist die Kwunu erstaunlich gut bewaffnet. Sie hat mehr Nuklearwaffen an Bord als jedes andere Schlachtschiff. Und in der unteren Hülle befindet sich die größte Thanix-Kanone, die jemals hergestellt wurde. Ein beeindruckter turianischer General sagte nach der Jungfernfahrt der Kwunu, das Schiff könne einen ganzen Planeten dreimal hintereinander in Schutt und Asche legen. Nett, finde ich gut. Die ist sogar stärker als die Spectre-Einheit. Wow, nicht schlecht. So, bei der Allianz wird es wohl vor allem Aktualisierungen geben, nehme ich an. Bei den Marines, der Marine-Division, das Team Zeta hatten wir, biotische Studenten hatten wir, Commander Shepards Interview mit Diana Ellis über die versuchte Übernahme der Citadel wies auf die taktischen Fehler von Cerberus hin, was die Moral der Allianz-Bodentruppen gestärkt hat, okay? Erste Flotte, da haben wir doch bestimmt auch bloß hier ein bisschen Verstärkung. Die SSV Agincourt war eines der vielen Allianzschiffe, die während des Gilianischen Angriffs 2167 die Koloniewelt Elysium vor Piraten und Sklavenhändlern gerettet haben. Um sein Schiff und seine Crew behalten zu können, lehnte der Kapitän nach dem Angriff eine Beförderung ab. Diese Flotte hat ein Drittel ihrer Schiffe vor 2 Jahren bei der Verteidigung des Rats verloren. Leider konnte die Allianz die Flotte nicht auf ihre alte Stärke bringen. Das hatten wir schon, okay? Bei der dritten Flotte, was haben wir da Neues? Die SSV ist topmodern, die praktisch frisch aus der... Was? Das ist irgendwie ein seltsamer Satz. Die praktisch frisch aus der Fertigungshalle kommt. Ihre Offiziere haben simulierte Schlachten bestritten, die sie auf echten Feindkontakt vorbereiten sollen. Da fehlt irgendwie was, glaube ich. Diese Flotte hat ein Drittel ihrer... Ja, das kennen wir. Okay, ich weiß nicht, was das Ding mir jetzt genau sagen wollte gerade damit, aber naja. Oh, hier haben wir noch einiges mehr. Die erste Arcturus-Division ist eine freiwillige Armee aus Zivilisten, paramilitärischen Truppen und Reservisten, die sich zusammengefunden haben, um der Besetzung des Planeten Benning ein Ende zu machen. Um der Entdeckung durch Reaper-Streitkräfte zu entgehen, operieren die Mitglieder in Zellen und bleiben nie länger an einem Ort. Eine Handvoll Allianzoffiziere koordiniert die erste Division, gibt Informationen weiter und schickt Nachschub zu den Widerstandssoldaten. Einige wenige Allianztrupps wurden abgestellt, damit die provisorische Armee von Benning Unterstützung durch ausgebildete Soldaten erhält. Allianz-Spezialeinsatzteam Delta. Die Hälfte der Offiziere des Teams Delta hat eine N5-Kennung und einige N6-Soldaten sind auch dabei. Sie sind auf Konflikte außerhalb des Citadel-Sektors spezialisiert. Delta ist bekannt für strenge Aufnahmekriterien, Professionalismus bei riskanten Missionen und die lautesten Partys der Allianz. Auf die Frage, wie ihre Vorgesetzten zu ihrem Rowdytum außer Dienst stehen, soll Captain Matthew Brown gesagt haben, "Nach der Scheiße, die wir in den Terminus-Systemen durchgemacht haben, sind sie schon froh, wenn wir nicht die ganze Basis niederbrennen." Ja, toll, was für Kunden. Okay, Allianz-Kreuzer Shanghai, den hatten wir auch gefunden. Die bislang wichtigste Aktion der Shanghai im Krieg gegen die Reaper war die Evakuierung der Kolonie Ukbar. Der Allianz-Geheimdienst meldete, dass Reaper-Streitkräfte in Richtung Ukbar unterwegs seien, aber als Kreuzer konnte die Shanghai auf der Welt mit ihrer moderaten Gravitation nicht landen.
Der Kapitän der Shanghai schickte sofort sämtliche Shuttles los, um hunderte von Kolonisten an Bord zu holen. Mit 41 Shuttleflügen in nur einer Stunde gelang es der Shanghai, die gesamten verbliebene Population zu evakuieren. Als die Reaper eintrafen, war die Hauptstadt von Ukba verlassen, so als hätte nie jemand dort gewohnt. Nicht schlecht. Und das Navy, die Navy-Erkundungsflottille der Allianz. In Friedenszeiten kartografiert die Navy-Erkundungsflottille der Allianz neue Systeme. 2185 geriet sie unter Beschuss, als mehreren Dutzend Mitgliedern vorgeworfen wurde, Informationen über reiche Metallvorkommen verschwiegen zu haben, um ihre Positionen an die Erkundungsfirma Barrier Frontiers zu verkaufen. Ach, Barrier Frontiers. Die Allianz wollte die Angelegenheit unter Verschluss halten, was aber nicht gelang, da immer mehr Offiziere belastet wurden. Die NIF ist darum bemüht, diese zwielichtige Episode vergessen zu lassen und hat ihre gesamte Flottille und Ressourcen dem Bau des Tigels verschrieben. Sehr gut, sehr gut. Okay, damit ist die Allianz auch abgearbeitet soweit. Bei den Asari, genau, da hatten wir ein paar Schiffe gefunden. Der Kreuzer Nefrane. Der Asari-Kreuzer Nefrane ist nach einer verschollenen Stadt benannt, die am Südpol von Tessia unter dem Eis begraben sein soll. Der Kreuzer trägt immer noch Spuren vom Beschuss zahlloser Geth-Jäger, gegen die er 2183 bei der Schlacht um die Citadel gekämpft hat. Die Crew will sie nicht entfernen lassen, weil sie Ehrenzeichen sind. Und zudem eine Erinnerung daran, wie knapp sie der Vernichtung entgangen sind. Asari-Forschungsschiffe? Die Asari-Wissenschaftlerinnen in Orizoni hatten sich abgeschottet, damit ihre Arbeit weder von Kollegen noch von Unternehmen gestohlen werden konnte. Sie erforschten neue Kunststoffe und suchten nach einem Material, das enorm hitzebeständig ist, nicht leitet und billig herzustellen ist. Einer ihrer Prototypen könnte ideal für die Isolation der Belüftungskammern des Tigels sein. Sehr gut. Und der Asari-Kreuzer Saibain? Wie spricht man das denn aus? Keine Ahnung. Die Saibain ist ein Asari-Kampfschiff der Kreuzerklasse. Durch eine Verwechslung während der Bauphase verfügt sie über einen ungewöhnlich großen Antriebskern. Und Techniker entwarfen das Schiff rund um die überdimensionierte Energiequelle praktisch neu. Die Triebwerke der Saibain liefern genügend Energie für kinetische Barrieren, wie sie normalerweise nur Schlachtschiffe haben. Nicht schlecht. Am Tigel gibt es auch neue Einheiten, die Volus-Produktionseinheiten. Volus-Unternehmen haben Erfahrung darin, immer genau die Produkte in Massenfertigung herzustellen, nach denen gerade große Nachfrage herrscht. Ihre Fabriken sind modular aufgebaut und stellen ihre Fertigungsstraßen rasch von Waffen auf Fertighäuser oder den nächsten galaxieweiten Trend um. Diese Produktionseinheiten stammen aus einer derartigen Fabrik und können Kunststoffe für den Tigel in industriellen Mengen herstellen. Sehr gut, klingt gut. Übrigens, diese modulare Bauweise, die quasi halb vorgefertigt auf individuelle Wünsche eingehen kann, das ist ja ein Teil der Industrie 4.0, wie sie genannt wird, also die computergestützte, erneuerte Industrie. Also da haben sie 2012, als das Spiel rausgebracht wurde, im Prinzip schon in die Zukunft vorgegriffen. Nicht schlecht, finde ich gut. Also die haben schon teilweise echt gute Ideen mit eingebaut in das Spiel. Das Volus Technik-Team. Alcus Combine ist ein Unternehmen, das dafür bekannt ist, verlässliche, aber preisgünstige Varianten hochwertiger Waffen und Panzerungen herzustellen. Seine Wissenschaftler können sehr gut neue Technologien zurückentwickeln. Die von Satu Art geretteten Volus-Techniker wenden dieselben Methoden an, um Anleitungen zur Herstellung mehrerer Dutzend neuer Kunststoffe zu erarbeiten, die in der Außenstruktur des Tigels verbaut werden müssen. In einem Akt nie gekannter Großzügigkeit hat Alcus Combine auf alle Patentrechte an den neu entwickelten Materialien verzichtet. Cool. Das interferometrische Gitter. Normalerweise werden mit interferometrischen Gittern planetare Landmassen analysiert oder die astrophysikalischen Eigenschaften von Sternensystemen bestimmt. Das leistungsstarke Gitter aus dem Herkules-System kann für etwas Ambitionierteres eingesetzt werden. Der Tigel schaltet sich in die Befehlssteuerung der Massenportale ein. Installiert man nun das interferometrische Gitter in den Systemen des Tigels, erhält man eine Echtzeitkarte der gesamten Galaxie, einschließlich der Position jedes einzelnen Reaper in der Milchstraße. Wow, das klingt gut. Exogeny-Wissenschaftler. Die Exogeny Corporation hat in der gesamten Galaxie bei der Finanzierung von Kolonien geholfen, im Austausch gegen einen Anteil der natürlichen Ressourcen, die von den Siedlern gefunden werden. Zeus Hope war eines ihrer lohnendsten Objekte. Die Kolonisten mussten sämtliche proteanischen Funde aus den alten Ruinen auf Pharos abgeben. Das Team von Exogeny-Wissenschaftlern, das die Relikte aus dem Gebiet rund um Zeus Hope studiert hat, hat dabei eine enorme Expertise entwickelt und hilft mit seinem Wissen nun beim Tigel-Projekt. Cool. Einiges an neuen Einheiten beim Tigel. Bei Ex-Cerberus, da werden wir jetzt Jacob und seine Leute haben, denke ich mal. Genau.
Dr. Bryn Cole. Dr. Bryn Cole ist eine ehemalige Cerberus-Wissenschaftlerin, die die von den Kollektoren zurückgelassene Technologie studiert hat. Sie brach mit dem Unbekannten und half Dutzenden von Wissenschaftlern und ihren Familien, aus der Organisation zu fliehen. Cole hat sich dem Tigel-Projekt angeschlossen und setzt das Wissen aus ihrer Zeit bei Cerberus ein, um beim Bau der Waffe zu helfen. Dr. Gavin Archer. Stimmt, er ist auch noch mit dabei? Gavin Archer war ein bekannter Spezialist für synthetische Intelligenz von Terra Nova, der vor Jahren verschwand, um für Cerberus zu arbeiten. Inzwischen hat er sich von seinem früheren Arbeitgeber getrennt und gehört zu den Wissenschaftlern des Tigel-Projekts. Durch seine Forschungen über VIs und KIs, insbesondere die Geth, verfügt er über einzigartige Kenntnisse in den Bereichen Parallelverarbeitung und systeminterne Kommunikation, die die Effizienz der Waffe bereits jetzt verbessert haben. Und so kommt er ja letztendlich auch wieder mit David zusammen, denn David arbeitet ja auch am Tigel. Das heißt, sie müssten sich dort eigentlich als Kollegen wieder begegnen. Jacob Taylor. Nachdem er Commander Shepard bei der Vernichtung der Kollektoren geholfen hatte, verließ Jacob Taylor Cerberus. Nach einem Angriff auf einen Unterschlupf früherer Cerberus-Mitarbeiter, in dem er sich versteckte, wollte er sich aktiv am Krieg beteiligen. Jacob lehnte eine Wiedereinstellung ins Marinekorps der Allianz ab, weil er der Ansicht war, dass seine Vergangenheit bei Cerberus das nicht zuließ. Stattdessen berät er die Allianz, wenn es um Taktiken und Verteidigung von Cerberus geht. Außerdem nimmt er an Missionen teil, die sich gegen Anhänger des Unbekannten richten. Mann, das Lesen. Wenn man so viel liest, irgendwann wird's dann schwer. Ehemalige Cerberus-Wissenschaftler. Die Suche des Unbekannten nach dem Besten der Menschheit lockte zahlreiche bekannte Wissenschaftler an. Cerberus bot großzügige Gehälter, brandneue Anlagen und unbegrenzte Forschungsbudgets. Trotz dieser reizvollen Vorzüge begannen einige über die ethischen Konsequenzen ihrer Arbeit nachzudenken. Die von Galax geretteten Wissenschaftler gehören zu den ersten, die Cerberus verlassen haben. Sie helfen jetzt voller Eifer beim Bau des Tigels. So muss es sein. So, die 79. Flottille der Turianer. Die 79. Flottille der Turianer wurde während der Kroganischen Rebellionen bekannt, als sie über Djeris gegen kroganische Kriegsschiffe kämpfte. Die 79. brachte große Opfer, um neue Kroganer abzuschießen, die Kolonie angriffen. Jahrhunderte später setzt die Flottille nach wie vor auf Geschwindigkeit und Tarnung, um den Feind zu ärgern. Sie lenken ab, ziehen Feuer auf sich und fliegen Bombenangriffe auf feindliche Bodentruppen, bis die Flugabwehr kurz davor ist, sie als Ziel zu erfassen. Nett, haben wir also einiges dazugekriegt. Ich weiß gar nicht, wo wir die Turianer jetzt noch herbekommen haben. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Wir haben auf jeden Fall schon einiges gesammelt. Also die effektive militärische Stärke ist jetzt schon doppelt so stark wie das Minimum, das wir benötigen. Das liegt halt bei 1000 eigentlich. Gut. Viel gelesen, dann wollen wir auch mal mit Admiral Rahn reden, wenn die hier schon steht mit... Ach, siehst du mal, Tali steht da hinten, okay.